Xenonauten. Was geht? Herzlich willkommen zurück hier zu Xenonauts. So. Bevor wir da jetzt reingehen, würde ich gern gucken, dass unsere Leute überhaupt schussbereit sind. Shit, die sind noch ganz am Arsch der Welt da hinten. Weiß gar nicht warum. Okay, der eine ist hinten am Schiff, der darf ja am Schiff bleiben. War jetzt irgendeiner verletzt? Ja, Alvaro Gomez hat ein bisschen was abbekommen. Aber jetzt nichts Weltbewegendes, sag ich mal. Jetzt wird es natürlich ein bisschen tricky. Er macht die fucking Tür wieder zu! Sorry. Er soll halt die scheiß Tür zumachen eigentlich. Aber ist okay. Gibt Schlimmeres. Mit ihm müssen wir gucken. Aldous Smith, der ja seines Zeichens gelernter Maurer. Okay, alle sind vorne. Sniper bringen wir in Position. Und auch ihn in Position. So, dann schauen wir mal, was hier drüben los ist. Was haben wir denn da? Nichts. So, müssen wir mal gucken. Dass wir hier natürlich auch unsere Leute reinbekommen. Wo ist denn Smith? Ne, das ist Soroka. Aber Soroka kann hier auch rein. Na, schau mal einer an. Ja, wir haben noch einen Sniper bei, aber der steht hier hinten, ne? Tja, fucking ja. Der gute Charlie Tonuku. Ja, aber der hat so viel überlebt, da wollte ich den jetzt nicht auch noch irgendwie.
Shit. Ich meine, die Tür geht wieder zu. Nee, fuck, da geht keine Tür mehr zu, weil wir das ja aufgesprengt haben. Das, ja. Well, shit. Der Schussversuch war super. Schlecht ausgeführt. Beschämend, aber super. Das ist wieder so eine Position, weißt du, zu 100% gesperrt. Also geblockt. Aber sobald er um die Ecke kommt, wird er uns auf jeden Fall wegkocken, Alter. So. Wir schleichen uns mal nach vorne. Und sehen nichts. Das Alien ja per se eher so ein Arschloch. Ganz anders als wir. Licker 23. 23 reicht nicht. Gerade überlegt, ob wir vielleicht sogar noch einen Schuss versuchen können. Ich habe das Gefühl, dass er vielleicht zu uns hierher rennen könnte. Deswegen ganz gut, wenn wir uns mal hier aufbauen. Das war ein Eigentor, mein Freund. Manchmal spinnen die Tasten, aber ist okay. Ich kann mit leben. Bin ja gewohnt, mit bockigen Sachen umzugehen. Hab euch ja schon von meiner Ex erzählt. So. Stellen wir ihn mal hier hin. Nach dort blickend. Ich weiß gar nicht, wie das hier ist im originalen UFO Defense. Also im originalen XCOM konnte man eine Rakete durch einen Teleporter schießen. Also dahin, wo der Teleporter endet. Ich glaube aber, dass es hier nicht so ist. Wäre lustig. Ich will jetzt einfach bloß die Leute hier reinbringen. Was für ein Hoden, Alter. Also das Problem ist natürlich, dass unser eigener Mann da den einen Teleporter blockt. Aber wir kommen da auch so oben hin.
Ach, die Handgranate kam nicht schlecht. Muss ich den Aliens, ja. Ne? Neidlos anerkennen. Die Handgranate haben sie super gefeuert. Ah, oh Mann, ey. Das hätte ganz böse ins Auge gehen können, Alter. Okay, der blutet. So, wollen wir den mal verarzten? Ah, und da sehen wir auch schon einen Alien da in der Ecke hocken. Das sieht sogar aus wie einer, der einen Helm trägt. Das heißt, potenziell ist das einer von den wichtigen. Das war dumm. Oh Gott, was mache ich hier schon wieder? Okay, ich versuche jetzt irgendwie... Dieser Ver... Der Stuhl! Okay, wer hat einen Knüppel bei? Haben wir keinen mit einem Knüppel? Wir haben keinen Knüppler. Aber immerhin. Wir haben zwar alle verwundet, ne, bis auf 4 Leute, aber keiner ist gestorben. Herodian Officer Corps. Ja, naja. Ließe sich nicht vermeiden. Wir sind ja sowieso noch am Forschen. Gerade am Valkyrien Assault Boat, unserem neuen Landungsschiff.
Naja. Es ist, wie es ist, ne? Leute, das kann ich auch nicht ändern. Manchmal gewinnt man, manchmal verlieren die anderen. So ist es halt. Ja? Das sind zwei Seiten einer Medaille. Vorne und auf der anderen Seite von hinten. So, Herodin Autopsy. Da seht ihr mal, wie die Spastis aussehen unter den Panzer. Yoda. Wir haben Yoda gekillt. Niemals ein guter Xenodo sein wirst. So, Soldier grün, Warrior blau, Elite schwarz und Officer sind rot. Das sollten wir uns mal alles notieren. Wäre geil, wenn man das so alles auf dem zweiten Bildschirm hätte, diese ganzen einzelnen Bilder. Okay, Plasma-Batterie ist fertiggestellt in USA-Base. Quantum Cryptology Center in UdSSR und in Outback-Base sind fertig. Und die Plasma-Batterie in Outback-Base. Nice. Das heißt, auch in allen anderen Bereichen wissen wir jetzt ganz genau, was da für ein UFO sein Unwesen treibt. Wir bauen jetzt erstmal den Marodeur. Das ist ja wahrscheinlich das Upgrade zum Foxtrot. Und die Predator, da haben wir jetzt... Um nicht zu sagen... Oh. Da haben wir jetzt... schon drei Predator-Uniformen. Ich weiß gar nicht, was jetzt das höchste war. Major ist das höchste, ne? Gut, dann kriegen die drei Major. What the fuck? Die Stärke geht auf 100 hoch. Holy smoly, Alter. Aber ach shit. Ist das denn für so eine Sache? Dann reichen uns erstmal die drei Predator. Müssen wir mal gucken, was für Waffen wir da ausrüsten können. Vielleicht, ja auch die neuen Waffen. Huch. Ich weiß, was ihr sagen wollt. Die könnten alle wahrscheinlich einen Knüppel mit sich rumtragen. Das wäre eigentlich echt gute Idee. Moment, wiegt der gar nichts? Wiegt der nix? Der wiegt so viel wie ein Munitionsteil.
haben wir zumindest ein paar mit einem Knüppel dabei. So, weiter geht der Peter. Also so ein richtig bescheuerter Spruch, finde ich. Oh Gott. Schaut euch diese Scheiße an, schon wieder hier. Schickt mal einen Corsair hin. Schickt mal auch einen Corsair hin. Hätten wir sogar von Outback Base schicken können. Hier schicken wir einen Corsair hin. Das ist ein Scout. Der hat auch keine Chance gegen Corsair. Und dann haben wir hier ein gelandetes UFO. Wird aber eine Nachtmission. Das ist mir zu blöd gerade jetzt. Oh shit. Da hat es einer unserer Jäger nicht geschafft, die abzuschießen. Corsair und Foxtrot, die schaffen das auf jeden Fall zusammen. Holy smoly. Mit dem Foxtrot geschossen und gleich nach Hause. Hat gar keinen Sinn, da noch hinterher zu schießen. So. Sobald das UFO da abhebt, hauen wir das auch nochmal weg. Relativ nah an der Base. Zack. Ja, müssen wir gucken, was wir mit der Predator machen können. Die ist ja dazu da, um schwere Waffen zu tragen. Fragt sich halt, ob damit gemeint ist, jetzt so eine Gatling Gun und so eine Sachen. Ich glaub's halt fast. Aber es halt. Oder es gibt halt noch Alien-Waffen, wo wir das brauchen. Ist das das Neue? Sieht neu aus, ne? Aber ist nicht das Neue. Das ist noch das Shrike. Oh, hier ist Map-Ender. Das ist ja fein. Das ist feini, feini, feini. Das ist nicht so fein. Hier wird doch wohl noch irgendwo ein normaler Soldat sein. Zack. Die Frage ist immer, was erwarte ich in dieser Mission?
weiß gar nicht so richtig, auf was man sich einlässt am Anfang von der Mission. Und solange man nicht genau weiß, wir hätten natürlich schön gucken können, Alter, was ist das denn für ein UFO? Aber wir sind blöd und haben es nicht gemacht. The fuck? Klingt wie Harbinger. Bin mir jetzt unsicher. Diese Scheißviecher. Es ist ungeil. Das ist sehr, sehr ungeil. Und sicher gehen, dass da hinten nichts lang schleicht. Dann würde ich sagen, geht's für uns da rein. So, mit einem Schild gehen wir hier nach hinten. Und schauen, was da so Phase ist. Nicht viel, und das gefällt mir aber sehr gut. Sagen, da wurde gar keine Deckung angezeigt. Wollte schon jetzt an mir zweifeln. Und an mir zweifeln. Also, bitte. Also, bitte. Das ist schon echt kranke Töne. Schön, da kommen wir jetzt nicht rein. Hier ist noch ein Eingang. Der wird entweder noch hier oben sein oder sich hier in diesem Bereich mittlerweile befinden. Drei Aktionspunkte ist halt auch richtig wenig. Deswegen müssen wir gucken, dass wir auf der anderen Seite gegenarbeiten. So. Sniper kann auch von dort agieren. Stürme eher so nicht. So, dat. Da hat sich noch einer versteckt gehabt. Die Drecksau. Die wollte sich einfach nicht beteiligen. Note 6. Arbeitsverweigerung. Gehen wir mit ihnen noch da drüben hin. Puh, Leute. Wie es hier weitergeht. Ob wir das Ganze überleben werden. Und was noch alles auf uns warten wird, das seht ihr in der nächsten Folge von Xenonauts. Ich freue mich übrigens über jeden Like und Kommentar. Ja. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.